dann vermehrt es sich. Also, und was wir halt jetzt gefunden haben, ist, also die Viren greifen sozusagen mit ihren Spikes diese Nasenschleimhäute an und geben dann diese Information weiter. Und diese Spikes, das sind Hemagglutinin-Moleküle. Und das Hemagglutinin, das ist also praktisch ein Spezifikum von diesem Virus. Und wir sorgen dafür, dass dieses Hemagglutinin, das ja nur einmal andocken kann, nur ein einziges Mal, wenn das nicht funktioniert, dann kann der Virus nicht andocken, verhindert, dass das Andocken möglich ist. Und dadurch sozusagen geht der Virus kaputt, wird dann, also ich trage das vielleicht mal kurz vor, also zunächst haben wir das Andocken, die Viren greifen durch Spikes, das mit ihren Hemagglutinin, an die Schleimhautzellen im Nasenrachenhaut an und das COVID, so heißt dieses Präparat, hemmt oder schädigt das Hemagglutinin an dem Virus, sodass es nicht mehr an die Schleimhaut andocken kann. Dann passiert Folgendes. Dieses Material von dem Virus oder das DNA von diesem Virusbestandteil, das RNA von dem Virusbestandteil, muss ja dann abgeräumt werden. Und dafür sind die Makrophagen, die Fresszellen, zuständig. Und die Fresszellen fressen dann praktisch diese DNA auf, die RNA auf und bilden dann Antikörper. Das ist der übliche körperliche der Stoffwechselmechanismus, so wie bei jeder Infektion. Und bilden dann praktisch Antikörper und Interferon und so weiter. Und diese Antikörper können wir ja heute nachweisen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Folgendes haben, wenn wir jetzt eine Infektion mit durchgemacht haben, dann passiert Folgendes, dass der Körper Antikörper bildet, zunächst IgM und dann IgG. Bei IgM ist er noch infektiös und bei IgG nicht mehr. Das heißt, dann hat er Antikörper. Und Sie sehen das also hier, zum Beispiel hier haben wir also einen Patienten, wie Sie sehen hier, der hat noch keine Antikörper gebildet. Und hier haben wir also eine Patientin, oder auch, und Sie sehen hier, das ist also ein Covid-19-Antikörpertest. C muss positiv sein, weil das besagt also, hier ist der Test ist korrekt durchgeführt und Sie sehen hier das IgG, das heißt, dieser Patient hat Antikörper. Das heißt also, er ist jetzt der resistent sozusagen gegen den Virus. Und das Erstaunliche war bei diesen Patienten, die wir da haben, dass diese Patienten auch dieses Präparat genommen haben und hat sich dann gezeigt, dass sie die Infektion mit durchgemacht hat. Sie kann sich aber nicht erinnern. Aha. Kann sich nicht erinnern, aber sie hat Antikörper gebildet. Und was Besseres konnte hier eigentlich gar nicht passieren. Also ist die Infektion so abgelaufen, dass man sie eigentlich gar nicht gemerkt hat? Ja, wir können das jetzt natürlich nicht versprechen, das ist vollkommen klar. Aber, dass man es nicht merkt. Aber wir haben jetzt mehrere Patienten, wo wir sagen können, die machen eine Infektion durch. Es gibt auch andere Patienten, die sind mit Sicherheit infiziert worden, aber die Viruslast war zu gering, als dass sich ausreichend Antikörper gebildet haben. Das ist auch der Fall. Also, aber wir können Folgendes sagen, wenn ich jetzt vielleicht mal auf solche Patienten hier eingehen darf.